Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen Mindtest-Server. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Rundgang durch unser Dorf geben. Hier, wo ich jetzt stehe, ist unser Marktplatz. Hier werden Sachen besprochen und wer etwas zu sagen hat, steht auf diesem Podest und redet. Der Rest sitzt auf diesen Tribünen hinter mir und hört zu. Weiter geht's zu unserer Regeltafel, auf der wir bei unserer ersten Sitzung gemeinsam ein paar Regeln aufgestellt haben. Zum Beispiel, keine Gebäude von anderen kaputt machen, keine Tiere von anderen töten, keine Gegenstände oder Tiere im Überfluss spawnen und auch nicht den Chat zu spammen. Bei gemeinsamen Dorfratssitzungen können in Absprache neue Regeln hinzugefügt oder vorhandene Regeln abgeändert werden. Hier haben wir jetzt unser riesiges Rathaus. Es ist ein bisschen leer, aber vielleicht schaffen wir es mit eurer Hilfe ja, ein bisschen zu dekorieren. Das hier ist unser Brunnen. Passt aber auf, dass ihr nicht hineinfallt, sonst müsst ihr euch wieder rausbauen. Ein Stückchen weiter steht unsere Mühle, hinter der gerade ein Feld mit Silo und allem drum und dran entsteht. Und direkt daneben ist ein Stall mit Weide. Drinnen im Stall haben wir ein paar Kisten und Heuballen. Denkt dran, immer das Tor zu schließen, sonst laufen die Tiere noch weg. Hier haben wir unsere Schmiede. Die Rüstungen und Waffen an der Wand sind leider nur Ausstellungsstücke, also bitte nicht klauen. Bei unserer Eröffnung waren außerdem ein paar Zwerge zu Besuch, deswegen haben wir ein kleines Zwergendorf gebaut. Wir könnten noch einen Weg gebrauchen, der die beiden Dörfer miteinander verbindet, aber vielleicht könnt ihr uns ja dabei helfen. Wie ihr seht, haben wir die Computerspielschule jetzt auf ein Online-Angebot verlegt. Wir sind jetzt wieder regelmäßig freitags von 15 bis 17 Uhr für euch da und wir würden uns freuen, wenn ihr unserem Mindtest-Server beitreten würdet. Weitere Informationen dazu und eine Anleitung, wie ihr dem Server beitreten könnt, findet ihr im Internet unter www.computerspielschule-stuttgart.de/mindtest. Bis dann, wir freuen uns auf euch und bleibt gesund!